Und weiter geht's in God of War. So, wir sind hier in einem Tempel sozusagen und vor uns ist ein goldener Hirsch. Dann müssen wir doch jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein Boss sein könnte. Wir speichern auf jeden Fall jetzt mal ab. Leute, und wenn euch die Folge hier gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir an da. Machen wir an da. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Und den müssen wir natürlich zusammenführen. Die Runen. Eine Rätselantwort für die Sandschale. Da steht Freiheit. Probieren wir's. Wie lautet das Rätsel? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Keine Ahnung, was ein Joch ist, aber zum Rest passt Freiheit. Oh. Die Tür jetzt. Die dunklen Hüllen durchqueren. Da kommen wir jetzt natürlich nicht rüber. Okay, Leute, ich würde sagen, dann durchqueren wir doch mal die Hüllen. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Ja, Sir! Wir wieder was sehen hier. Erst nach unten, dann nach oben. Okay, das ist eine Treppe. Da oben ist auch was. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Ernst. Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hyldifil. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen. Na, da können wir wegmetzeln hier. Sehen zwar nur aus wie Attrappen, aber man weiß ja nie, dass sie mir... Oh. Nicht, dass sie mir in den Rücken springen. Okay, da ist wieder so eine Rune. Eine Glocke. Boah, ich sehe gar nichts. Es ist richtig dunkel, Leute. Okay, das haben wir von oben runtergehauen. Hier, genau. Dann machen wir mal die Kiste auf hier. Hacksilber läuft. Armrüstung. Wie jetzt ein blauer. Sie haben eine Rüstung in den Zauberplatz angelegt. Fortfahren. Zu den Energierüstungen verfügen über bis zu 3 Zauberplätze. Drücken Sie Viereck, um den Platz an angelegter Rüstung auszuwählen. Ah, okay. Und hier beim Zauber. Ah, geile Sache. Geile Sache. Brandschaden. Runensegen.
Okay, wenn wir ein bisschen mehr Vitalität kriegen. Hier will mehr Stärke und Ruhe. Richtig geil. Da könnte man die Abklingzeit verringern. Okay. Komm, ich hau mal das hier rein. Ein bisschen mehr Stärke. Ah, jetzt kann ich hier auch was machen. Das war doch vorher noch nicht da, oder? Das würde Brandschaden. Können wir hier mal was rein? Und hier könnten. Ah, hier könnten wir auch noch was machen. Ein bisschen mehr Abwehr. Ich würde gerne ein bisschen mehr. Ja, Abwehr wäre eigentlich auch nicht schlecht. Glück. Ja, Bruno. Komm, machen wir mal das. Dann können wir ein bisschen mehr Haxelbar vielleicht finden. Die hätte ich doch schon gemacht, oder? Na, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Okay. Wieder weg. Stark. Aber wir sind stärker. Okay, dort wäre auch schon das erste Runenzeichen. Wir müssen aber erstmal die Kiste anschauen. Schauen, wo die Kiste überhaupt ist. Ich bin bereit. Ich
Okay, da haben wir noch ein Runenzeichen. Machen wir bitte an hier. So. Woher hast du das gewusst? Okay. Na super, wie soll ich das jetzt wissen? Was ist das da oben? Muss ich die denn hier irgendwo einsetzen, vielleicht, dass mir das angezeigt wird? Anzeigen tut es mir da auch nichts. Okay, da hinten muss ich das Ding dann setzen. Boah, ich brauche mehr Energie oder so. Mal schnell zurückschauen, vielleicht gibt es hier unten noch ein bisschen was. Jetzt
möchte mal Energie. Junge, noch ein Lichtkristall. Oh, hier ist Energie. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auf. Dann würde ich aber sagen... Hier ist auch noch was. Oh. Haben wir so ein Ding entdeckt? Wir gehen erst oben lang. Schauen, ob wir irgendwas snacken können. Die blöde Kiste nervt mich halt richtig hier, weil ich nicht weiß, weil es mir überhaupt nichts anzeigt. Atreus, komm her! Okay, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Hier sehen wir, welche Mobs auf einmal spawnen. Noch mehr Grauber? Her. Jawohl. Gut, das kommt ins Tagebuch. Der große Berg. Als der Berg noch kalt war, waren es Milua und Onbreis, die ihm Leben einhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die von Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden. Miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis zu dem Gipfel des großen Berges von Midgard reichte. Dort erreichten sie ihre Feuerstelle und ihre Festung, um frei von Prophezeiungen zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht für Ausgestoßene und Künstler, für Jötner und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den einst so einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Okay, eine geheime Brücke oder einen geheimen Pfad soll es geben.
So, ihr müsst. Eigentlich müssten wir hier alles haben. Also diese blöde Kiste. Warum ist es jetzt schon wieder so dunkel hier? Können wir aber. Wir sehen hier aber auch nichts. Ob wir richtig sind oder nicht, keine Ahnung. Okay, das ist richtig. Was haben wir hier noch? Was wir dann aber nicht erkennen, ob das stimmt oder nicht. Und mir fehlt die dritte Rune, fehlt mir noch. Die weiß ich gar nicht, wo die sein soll. Schon drin. Ja, hier waren wir schon. Oben ist die. Dort. Okay, die könnten wir rein theoretisch. Von hier auch treffen. Hier so falsch.
sehen wir wieder nicht. Mei. Hier ist aber auch. Ich habe aber auch keine Hinweise oder so. Denn diese zu lösen. So, mal, jetzt haben wir das Ende. Das hat zweimal so blau geleuchtet jetzt. Die sind immer noch versperrt. Warte mal.
Das leuchtet doch mehr, oder? Oder stärker zumindest. Vielleicht weniger. Leuchtet auch weniger. Vielleicht stärker, alles klar. Okay, dann schauen wir hier mal. Weniger. Das leuchtet. Ah. Nein. Ja, okay, das leuchtet stärker. Vielleicht ist das die Antwort. Das leuchtet aber genauso. Ah, jetzt ist er offen. Jawohl. Okay, das war von dem... das Leuchten, wie stark das leuchtet. Mann, Mann, Mann. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber einen Cut. Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber da musste ich erstmal drauf kommen, dass es von der Leuchtkraft abhängig ist anscheinend. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.